Hallo, in diesem Video stelle ich euch mein Lieblingsfruchtgetränk vor. Hierfür benötigt ihr Orangensaft, ein kleines Sieb, eine Gabel, ein kleines Glas, wo ungefähr 100 Milliliter reinpassen. Ihr benötigt zwei frische Mandarinen, eine Handvoll Weintrauben ohne Kerne und ein Glas mit ein paar Eiswürfeln und zur Dekoration einen Strohhalm und ihr braucht noch einen Mixer. Als erstes müssen die Mandarinen geschält werden und auseinandergemacht werden. Und jetzt werden die Weintrauben mit den Mandarinen zusammen in den Mixer gegeben. Und jetzt wird alles gut durchgemixt. Wenn ihr damit fertig seid, sieht das Ganze ungefähr so aus. Und jetzt benötigt ihr das kleine Sieb, legt es einfach auf euer großes Glas mit den Eiswürfeln und schüttet es jetzt einfach durch das Sieb in euer Glas. Und da jetzt noch ein bisschen Stücke drin sind, braucht ihr die Gabel. Hiermit rührt ihr einfach im Sieb die Flüssigkeit durch, so dass nur noch die Fruchtstücke oben im Sieb bleiben. Und das macht ihr jetzt, bis ihr eure ganze Flüssigkeit durchgesiebt habt. Danach füllt ihr euer Glas mit einem Schluck Orangensaft auf, nehmt dafür ungefähr ein Dreiviertel eures Glases. So, das genügt schon. Gebt es einfach zu dem Fruchtgetränk dazu. Und jetzt könnt ihr es noch mit dem Strohhalm umrühren. Und für Leute, die es zum Beispiel abends als Cocktail trinken möchten, können jetzt auch noch einen Schuss Wodka dazugeben und dann hat man einen wunderschönen Fruchtcocktail.